So, liebe Leute, kommen wir zu einem Spiel, was heute rausgekommen ist und ich schon, ich warte glaube ich seit ein, zwei Jahren auf dieses Spiel. Es gab schon mal eine Vorab-Version, die konnte ich aber leider nicht spielen. Ich habe es aber bei anderen gesehen, die das gespielt haben. Ich war sofort begeistert, als ich das Spiel gesehen habe. So im Trailer und so. Es erinnert mich so stark an Kingdom Two Crowns, nur so eine erweiterte Version mit Story. Also ich bin super gespannt auf dieses Game. Ich möchte auch gar nicht so viel quatschen jetzt. Die Einstellungen sollten alle passen. Habe ich vorhin eh auch schon gecheckt. Ich denke, ich werde mit Controller spielen. Aber man kann es auch wahrscheinlich relativ easy auch mit Maus und Tastatur spielen. Das wird kein Problem sein. Aber wir bleiben erstmal beim Controller. Vielleicht wechseln wir ja irgendwann mal. Ja. Ich will gar nicht viel rumquatschen. Wir starten direkt. Let's go. Ich freue mich. Kampagne Horde. Oh. Okay, also hier, das ist der Story-Modus. Spiele die Kampagne von Sons of Valhalla. Oder hier so ein, wahrscheinlich so ein, so ein unendlicher Modus, ne? Können wir uns beides mal anschauen. Aber ich würde sagen, für den Start auf jeden Fall mal die Kampagne, ne? Let's go. Schwierigkeit normal, schwer, Hehl. Oha. Ich würde sagen, auf. Obwohl, lesen wir uns das mal durch hier. Leicht, du bist ein unerfahrener Krieger und scheust die Konfrontation. Deine Fähigkeiten im Kampf sind begrenzt. Auch der Städtebau liegt dir nicht. Häuser lässt du lieber andere bauen. Du hoffst darauf, dass die Götter auf deiner Reise gnädig mit dir sind. Sei dir gewiss, solange du Odin ehrst, wird er dich beschützen. Ich würde sagen, wir bleiben hier normal. Du bist ein guter Kämpfer. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Häuser hast du schon einmal gebaut. Vielleicht sogar ganze Städte. Auf das Glück oder die Gnade der Götter verlässt du dich nicht. Du bist deines eigenen Glückes Schmied. Wage dich ins Abenteuer und reife zu einem erfahrenen Krieger. Keine Modifikationen. Wir hätten dann noch schwer. Du bist ein erfahrener Krieger, Kämpfer und der Städtebau ist ein Kinderspiel für dich. Du warst bereits auf einigen Raubzügen und konntest viele Erfahrungen in Schlachten sammeln. Du suchst ständig nach neuen Herausforderungen, um die Götter zu beeindrucken. Meistere deine Reise mit Mut und Scharfsinn und dein Name wird für alle Zeiten berühmt sein. Das klingt nicht schlecht, ne? Aber 50% mehr Feindschaden und 50% mehr Lebenspunkte für Feinde? Ja. Und dann haben wir noch Hehl. Du bist ein sehr erfahrener Krieger und Baumeister. Du hast schon zahlreiche Raubzüge miterlebt und etliche Städte erbaut. Es gibt keine Herausforderungen mehr für dich. Die Suche nach Anerkennung der Götter hat dich wahnsinnig gemacht und so nimmst du auf deiner Reise immer größere Gefahren auf dich. Sei vorsichtig, dass dein Übermut dich nicht in Schwierigkeiten bringt. Ja, ich denk mal, also so nach der Info, ich meine, wir haben das Spiel noch nie gespielt, deswegen lasse ich erstmal auf normal. Ich meine, wenn wir Bock auf mehr haben, können wir ja dann später auch nochmal auf schwer oder Hehl spielen, ne? Ja. Deswegen. Ich würde sagen, wir starten auf normal. Ey, Vicky, servus, Vicky fahren, wie geht's dir? Alles tutti frutti, danke und selbst. Wir starten hier gerade ein neues Game, ich bin richtig hyped. Ich freue mich auf dieses Spiel. Okay, let's go. Hello, brother. Oh. It's been a long time since we last saw each other. I hear you're doing well in father's footsteps. I'm sorry I left in such a hurry after father's burial. But I had to look for her. I had to save her because it is my fault. I wasn't there and I couldn't protect her. I dream of her often. Bad dreams. See her before me. See our village in flames and Valgar taking her away. Fisherman told me he left for England,
and that he took many slaves with him. She must be among them. I just feel that she is still alive. Brother, we leave today. You won't hear from me for a while. I will find Valgard. He will pay for what he did to father and the people of our village. He will pay for every life he took with pain and suffering. I promise you. Okay. Oh, ich finde diesen Stil einfach so cool. Thorold, wake up. Oh. Where am I? You are in Asgard, Thorold Olafsson, the realm of the Æsir. My name is Odin, Allfather and ruler of Asgard. Perhaps you have heard of me. Oh, so. Nebenbei, ne? Haben wir von Odin gehört. So nebenbei. Mir geht's auch super, bin nebenbei am Häkeln. Oh, nice. Okay. That, yes, I have, Allfather. But how did I get here? Does this mean that death has come to me? Haben wir ja gerade gesehen, ne? Indeed. However, your time has not yet come. You have one more task to complete. Er ist ertrunken. Wir haben noch eine Aufgabe zu erfüllen, ja? Rhea, I have to go to her. She needs my help. It is your destiny to save her. I will support you in this. You will find runes on your journey. Long forgotten relics of the past. Many of these runes will improve your skills and those of your fellow combatants. I will give you the ability to detect these runes. Danke, Odin. Danke. You should also look out for altars and break their seals to release the runes of the gods. If you will allow me to ask a question, why are you helping me? Well, some gods think mortals are of no use or value. And that to help would be a waste of time. But I believe you can achieve great things, and possibly even save worlds, those of men, and those of the gods. If you fall in battle, I will give you another chance. Valhalla will remain denied to you until you have fulfilled your destiny. But every death requires a sacrifice. So for each new chance, you must give up a rune you've collected. So everything stays balanced. However, I cannot take away divine runes and the skills they gave you. Okay. Here, this is one of the runes. Take it and attach it to your belt. Finally, 100% achievements in Cult of the Lamb. Hey, geht's ab, Meryl. Nice. Okay, er gibt uns eine Rune. Hastiger Stahl. Deine Nahkämpfer können den Feind schneller angreifen. Angriffsgeschwindigkeit plus 10%. Oh yeah. Aha. Ja, das ist gesperrt. Good. Schauen wir hier rein. You'll find many runes on your journey. Unfortunately, you can only wear as many runes as will fit on the belt. Therefore, keep only the best ones. Okay. To be able to wear more runes, you can add more sockets to your belt. You will also find these sockets on your journey. Here, I'll give you one. Take it and take a look at your belt. Then, use it to make a socket available. Okay. Schöner Pixel-Art-Style hat das Game. Ja, finde ich auch. Ich habe mich sofort verliebt, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Wirklich. Also, dieser Stil ist wirklich so genial. Ich liebe es. Ich liebe es einfach. Alles klar, Jen. Dann gute Nacht. Schlaf gut, gell? Danke fürs Dabeisein. Mach's gut. Danke dir.
Okay. Ja, also das sieht, es sieht wirklich sehr cool aus, ne? Kann man springen? Oh, nein. Springen kann man nicht, aber man dürfte hier rollen können. Okay. Drohnenübersicht öffnen. Und hier einen freischalten. Very good. Now you are ready. The Bifrost on your left will bring you back. Good luck. Der Bifrost. Streicheln. Oh mein Gott, man kann ihn streicheln. Oh, der lässt sich nicht streicheln. Ja, der ist lieber. Wir schauen erstmal nach rechts. Er sagt, wir müssen nach links. Erstmal schauen, was rechts ist. Schöne Bilder, schöne Bilder. Hier sogar ein Fuchs. Und ein Mops ist auch dabei. Yo, Mary, gute Nacht, schlaf gut. Auch dir, Dankeschön, Dankeschön. Schlaf gut, schlaf gut. Oh, hier. Das ist doch Heimdall, oder? Heimdall zeigt uns den Weg. Hui. Mhm. By the gods, my eyes must be playing tricks on me. Thorald, did you fall from the sky? Hallstein. Ja. What? What happened? Where is the crew? Can't you remember? Our ship has sunk, our men, they're all dead. Oh no. So it was just the two of us who survived? Regrettably. I have already sent a message to Lunderbreck to send us more men and new supplies as soon as possible. Sehr gut. Neue Wikinger. You still look a little weakened. Here, some meat. This'll get you back on your feet. The meat is in your backpack. Eat it to restore your health. Okay, Fleisch benutzen. You already look better. Now, show me if you can fight again. Go ahead and attack me with a light punch. Erstmal ein Schnitzel reingeorgelt. Okay. Leichter Schlag. Tja. Not bad. Now with full force. Hit me with a double attack. Okay. Doppelattacke halten, bis Schwert aufblitzt. Puh, puh. Holy moly. But a double attack will do even more harm to the enemy. Try it again. Nochmal. Oh, das ist ja cool aufgebaut, ey. Yeah! I think I heard my bones cracking. Even though a double attack creates more damage, it also lowers your stamina real quick. Mm, okay. Keep that in mind. Try one last time. Nochmal. Oh, nicht, dass wir ihn hier killen, ne? Let's go! Very good. Take your bow and shoot me. Das ist... Gerade, dass er nicht sagt, kill mich. Okay. Oh. Exactly, ah. Ach du Scheiße. And now, try to withstand my attack. Okay. Ah, das war wahrscheinlich mit RT jetzt, gell? Ja. Good. In order to block arrows from above, you can move your shield above your head. Oh. Try it. Move your shield above your head. Hä? Es geht nicht. Ah. Very good. Ah. What about your agility? Try to dodge me. Now you're pretty out of breath, aren't you? Your stamina will return with time, but I've just the thing for you to speed up your recovery. Okay. Mead. Mead, jawohl. Some warriors believe that you can't fight with mead in your blood. What a foolish delusion.
The mead is in your backpack. Drink. It will help you catch your breath right away. Ein bisschen Mead trinken, ja. I see you've not forgotten anything I taught you. Thank you, old friend. Follow me. I found a place to camp nearby. Richtig cool aufgebaut hier. Kiste öffnen. Oh, wir haben direkt eine Rune gefunden. Wie cool ist das? Direkt eine Rune gefunden. Wegwerfen? Man kann die jetzt wieder wegwerfen, oder was? Ne, das mache ich jetzt erstmal nicht. Hey, Lappen, servus. Untersuchen. Guten Abend, guten Abend. Quick, stand next to the campfire to conquer our new camp. Und wir haben ein Doggo auch, oder was? Streicheln. Ha! Direkt Achievement. The building behind me is the Mead Hall, the center of your city. Here you can upgrade your fighting abilities and some of your equipment for hack silver and gold coins. You can also upgrade the Mead Hall to expand your city and get more building sites. Mead Imperator. Okay. To the right of the Mead Hall is the supply warehouse. Here you can restock your equipment. Try it out. Mhm. Ohne Kosten, oder wie? Good work. Now we need some food for our warriors. Make yourself useful and build a fishing hut at one of the material piles. I'll take care of the mooring. The men who will be arriving soon will appreciate your work. Und servus Vicky. Ey, wir haben noch eine Vicky. Jetzt haben wir jetzt hier einige Vickys hier. Methalle, Methalle, ich bin müd. Oh je, ja. Die Troja heißt nämlich auch Vicky. Und die Freundin von meinem Cousin heißt auch Vicky. So viele Vickys. Troja ist mein Spitzname. Aber nur in der Familie, und das ist witzig, ey. What the fuck just happened? Oh, das ist cool, ja. Ich sag einfach, zur Toya sage ich Vicky und bei Vicky. Wiki fahren, sage ich Wiki fahren, würde ich sagen. So, ich glaube, so kann man es. So kann man es. Wie geil. Ich habe mich selber immer so genannt, weil ich meinen Namen nie aussprechen konnte. Fast dieselbe Story, das ist verrückt. Das ist echt verrückt. Irgendwie cool. Eine Fischerhütte müssen wir jetzt bauen. Genau, weil unsere Männer brauchen auch was zum Essen. Ich bin ein bisschen am Überlegen, ob ich nicht vielleicht die Audio ein bisschen erhöhen soll. Wie weit geht's denn bis 10? Machen wir mal auf 7. Machen wir mal auf 8.
make yourself useful and build a fishing hut at one of the material piles. I'll take care of... Okay. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Die Lagerungswerkstatt, Schmied, Bogenschießstand, Kaserne, Fischerhütte, Holzfällerhütte. Wie cool. Das ist richtig geil gemacht. Well done. Now we need barracks, where we can recruit our warriors in the future. Build the barracks on the other pile of materials. Okay, Kaserne. Die Kaserne bildet Nahkämpfer aus. Ja. Very good. The men should be arriving soon as well. Sehr gut. Oh, da kommen sie schon. Thorold, these warriors from home will have to do for now. We will have to train additional warriors in the barracks in the future. Warriors trained in your city automatically run to your last captured gate. Okay. Follow me to the city gate, and I'll show you how to command your warriors. Das ist ja geil. Wie fischt. The men will defend the gate on their own. Was für ein But Gate? If you want them to follow you, you have to give them commands. Okay. Command the men to follow you. Aha. Position halten, folgt mir, Schildwand. Oh, wie cool. Das ist absolut genial. Ups. Ich will abbrechen, ich will abbrechen. Wie kann ich abbrechen? Abbruch! Command the men to follow you. Abbruch! Okay. Ich glaube, wir können uns die immer wieder auffüllen, oder? Nein, geht nicht. Command the men. Sorry. Ja, folgt mir. Now let's position the men. Our most feared formation is the shield wall. A shield wall can only be chosen if there is at least one shield bearer among the men. Okay. Das heißt, oh ja, wir haben einen. Go to the marked position and command the men to form a shield wall. Schildwand! So, now let's see how the enemy despairs at the hardness of this wall. There, an enemy unit. Oh, der wird direkt. You see, the shield wall is a powerful tool to stop the enemy. In order to attack the enemy positions, you must command your men to attack. You can send all men in range with one command, but you can also command them in groups based on their arms. Command your swordsmen to attack. Okay. Attack it! Ah, 2 Sekunden halten. Ah! Attack. Well done. If you give the command to attack, your men will run towards the enemy until they capture a new capture point or die. Here, I'll order your warriors back into formation for you. Dankeschön. It's time to return to the city. Again, command the men to follow you. Now go to the marked position and command the men to hold this position. Your men will then defend the gate again. Das Tor, wir haben kein Tor. Aber gut. Now go to the marked position. Yeah, ich wollte dich doch gerade mal. Hey, meine Güte. Chill. Hold position. That's it. You are indeed a born leader. Na klar.
I will help you from time to time. Go now. Your men want to be led into battle. Okay. Tutorial abgeschlossen. Kaserne betreten. Okay. Upgrade Gebäude, nichts zu reparieren. Schwertkämpfer. Zerstört dieses Gebäude. Da kann man auch mal noch mal ein paar Sachen verbessern. Oh, die Musik. Tor betreten. Alles klar, Vicky. Schlaf gut, schlaf gut. Danke fürs Vorbeischauen. Ich würde aber gern hier... Ich mache das mal auf 10 hier. Die Dialoglautstärke machen wir auch auf 5. Und dann soll es passen, glaube ich. Kann man mit ihm noch reden? Oder? Ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll. Ah. Oder sind Gegner? Oder sind schon Gegner, ey? Haben wir Quests oder so? Ich gehe davon aus, dass wir einfach nur die... Oh, die greifen uns an. Nieder mit ihnen. Ich glaube, das ist ein bisschen zu laut jetzt, oder? Ausrüstung auffüllen. Ah, jetzt geht's wieder. Okay. Ey, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll jetzt, ne? Da brauche ich Gold. Upgrade Methalle. Ja, das machen wir. Remember to upgrade your buildings. This is possible once per city level. Mhm. Oh, das sieht gleich viel besser aus hier. Oh, und das haben wir auch hier. Ja, nice. Das gefällt mir hier. Ah, die stellen sich da auch rein. Das ist richtig cool. Ausguck geöffnet. Gebäude reparieren, Einheiten erhöhen, Einheiten verringern. Okay, aber da kann ich nichts schließen oder so, gell? Jetzt. Trefferpunkte. Können wir da irgendwas machen? Ich glaube nicht. Schauen wir mal, was wir noch bauen können. Gar nichts, ich brauche Hacksilber. Okay, dann müssen wir in den Krieg ziehen jetzt. Soll ich mal meine Leute mitnehmen hier? Ich werde noch... Ach, Hammer. Be sure to use your double attack. It deals more damage to enemies. Ja. Okay. So, warte, wie war das nochmal? Hier. Follow me. Folgt mir. Gute Nacht, Wikifahren. Schlaf gut. Jetzt geht aber hier. Yeah. Tja. Ja, die können ruhig angreifen. Komm her. Tja. Oh. So, hier ist mal wieder ein Stückchen. Oh, okay.
Folg mir. Folg mir. Stellung halten! Ups. Aha. Jetzt geht's los hier. Was ist das denn für einer? Jetzt habe ich ein paar Männer verloren hier. Brauchen wir wieder ein paar. Oh ja, da haben wir ein paar. Oh, ach du Heilige. Sehr viele verloren sogar. Was ist das denn hier für ein Teil? Ah, jetzt geht's. Fisch war das. Ach du Heilige, mit was kommen die jetzt an? okay. Oh, ich brauche mehr Hacksilber. Bogenschießstand bräuchten wir auch, ne? Belagerungswerkstatt. Oh mein Gott. Heieieiei. Da geht's schon los hier. Tier. Okay. Ausrüstung auffüllen. Ah, ich heal mich hier eh auch. Okay. Kann man hier noch irgendwas machen? Upgrade. Fisch haben wir genug. Hacksilber fehlt uns, ne? Okay, das heißt, wir müssen fighten für Hacksilber. Oh, die haben das wieder aufgebaut. Boah, wie viele. Tschu. Yes! Ich pfeife auf euch! Ohohohoho! Der macht Schaden. Boah, Med! Ja! Ich brauch Fleisch! Oh! Der macht viel Schaden. Ich darf nur nicht sterben. Oh, wie.
Oh. Nein, los. Ah, jetzt. Ah, ich hätte ihn fast gehabt jetzt, ne? Verdammt. Na gut. So. Noch immer nicht genug Haxi, aber 108 haben wir. Also ich würde gern noch 50 vielleicht. Aha. Na kommt der. Aha. Hey, mach das dabei. Kein Problem. Oh, was? Nein! Oh mein Gott! Scheiße. Ich bin genau in so einen Stein reingesprungen. Oh no! Shall we meet again, Thorold Olafsson? Ah, ich hab verkackt. One more chance, but you'll have to sacrifice one of your runes for nein. It. Choose wisely. Nein! Ja, muss ich die opfern. Take care of yourself, Thorold Olafsson. The Bifrost will bring you back. Okay. Schade. Ey, aber geiles Spielprinzip. Finde ich richtig cool. Okay, aber meine. Ich habe noch mein ganzes Zeug, gell? Ja. Immerhin. So, dann baue ich hier noch einen Bogenschießstand. Dann sollte ich aber langsam hier Holzfäller. Was kostet so ein Bogenschützer? Ja, auch Holz. Ich hätte vielleicht zuerst Holzfäller machen sollen. Egal. Oh, was? Ja, Leute, Angriff. Aha. Hey, chill. Follow me. Gleich wieder angreifen hier. Muss mal hier reparieren. Was kostet das? Oh, was? Warum kostet das so viel? Hold position. Das haben wir gleich down. Sehr gut. Ja. Scheiße. Oh, das ist gar nicht so einfach. Das ist gut, dass ich nicht da höher geschalten habe. Das wäre eine Katastrophe. Yes! Wir haben den Großen gekillt. Oh. Ist aber ganz schnell hier. Ausweichchance. Okay. Sehr gut. Oh, ich muss zurück. Boah, wie viel Hacksieber wir jetzt haben. Das ist richtig gut.
Okay, ja. Dann bauen wir hier jetzt eine Holzfällerhütte. Ja, sehr gut. Oh, noch einen linken Holzfäller hier. Oh mein Gott, wir werden angegriffen. Aha. Sehr gut. Können wir das hier einnehmen? Oh, können wir nicht. So, ich werde jetzt meinen Nahkämpfer vorschicken. Die, zumindest die, die ich noch habe, ne? Attack. Trink mal einen Met. Huch. Ja, was haben die vor hier? Oh, hinter uns auch noch. Oh nein, wir werden abgeschlachtet. Follow me. Wow. Okay. Jetzt haben wir viel Hacksilber. Da lasse ich die jetzt erstmal Position halten. Ja, was machst du? Ja, du sollst halten. Follow me. Hold position. Wohin rennt er denn? Follow me. Warum greift er an? What the hell? Warte mal, Bogenschützen bräuchten wir zwei noch. Eins, zwei. Das hier eine. Eins, zwei. Okay, Haxi machen wir jetzt viel. Kannst du jetzt hier halten? Hold position. Ne, der rennt immer vor. Will er das einnehmen da vorne? Serpifoi! GZ Funky! Dein erstes Pokémon! Hold your position! Wegrennen, ja? Genau das halt, ne? Verstehe ich nicht. Trink mal wieder ein bisschen Met. So. Well done. Ha! You've taken our first outpost. Outposts offer useful functions such as fast travel, trading resources, or buying mercenaries. Stand by the flag to enter the outpost. If you want to rebuild destroyed towers or gates,
Simply walk to the position of the destroyed building. Okay. Mercenaries are powerful units with special abilities. They're not cheap, but they're worth it. For every captured outpost, you can hire a mercenary. Metroidvania mit Tower Defense. Metroidvania glaube ich eher weniger, aber ich weiß nicht, wie man dieses Genre nennt. Ich weiß nicht, sagt dir Kingdom Two Crowns was, Kaldo? Nachschublager. Feldsanitäter, das ist cool. Pyromane. Auch nice. Tor reparieren. Das tun wir reparieren, ja. Wachturm. Will ich auch gern reparieren. Geht das? Ja. Sehr gut. Yes. Oh, wieder was Neues. Deine maximale Gesundheit erhöht sich während der Nacht. Okay, nehmen wir. Was haben wir hier? Geopferte Kraft. Deine Nahkampfangriffe verursachen doppelten Schaden, aber du verlierst einen Teil deiner maximalen Gesundheit. Ja, nehme ich trotzdem. Finde ich gut. Altar benutzen. Boom. Muss ich mir eins aussuchen oder kann ich die alle verwenden? Oh mein Gott. Oh, das ist jetzt richtig stark. Oh, ich muss mich für eins. What? Wie geil ist das denn? Schnellreisen. Also ein Feldsanitäter finde ich gut. Ein Pyromane nehme ich auch. Ah, man kann nur einen. Ah. Kann hier nur einen nehmen. Don't forget to use your ranged weapons. Inflicting damage to the opponent from a distance is very effective. Sag mir was, aber das Genre fällt mir nicht ein. Ja, ich liebe das. Ich liebe dieses Genre. Und so Tower Defense, so mit Tower Defense gemixt ist das ein absolut cooles Game. Das gefällt mir sehr gut. Ah, jetzt können wir hier auch auffüllen. Nice. Hier könnte ich jetzt auch nochmal einen aufbauen, aber das brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Ich würde mal da schnell hier hinreisen. Brauchen nämlich mehr Nahkämpfer, ne? Brauchen noch ein paar. Die Trefferpunkte erhöhen. Metalle. 2200 brauchen wir jetzt. Oh. Hier kann ich meine Gesundheit auch erhöhen. Und meine Ausdauer auch. Sehr cool. Das
Dass man da alles machen kann. Kann ich auch wieder schnell reisen oder muss ich jetzt alles wieder laufen? Na ja. Geht's. Dann schauen wir mal weiter hier. Okay. Jetzt geht die Musik aber hier ordentlich ab. Musik geht aber ordentlich ab jetzt. Oh, das ist schön, wenn ich die One-Hit, ne? Da, da, da. Oh, 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 oh. Kommt her! Ich warte auf euch! Ich sehe schon. Belagerungswaffen werden sehr wichtig sein. Boah, aber wir haben jetzt sehr viel Hacksilber gesammelt. Oh, wir brauchen mehr Holz. Da muss ich das hier erhöhen, gell? Für mehr Holzkapazität. Ja. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Holz. Egal, wo uns schon wieder an die Stinger. Tja, tja. Kommt ruhig. So, pass auf, wir kommen bald mit Belagerungswaffen. Dann ist Schluss mit lustig. Danke, Robson. Gute Nacht. Schlaf gut. Tschüss. Ah, ein bisschen Holz fehlt noch. Ein bisschen. Ja, der kann mir aber folgen hier. Follow me. Position halten. Ich sehe schon, die droppen auch mehr Hacksilber jetzt, ne? Ups, das wollte ich nicht. Hold position. Thorald, your fighters seem to be too weak. Ja. Machen wir gleich. So, jetzt haben wir genug Holz, damit wir die Methalle ausbauen. You're doing amazingly well so far. You should consider building a blacksmith shop. This building allows you to recruit combat blacksmiths. The combat blacksmith will cause more damage to enemy gates and buildings than normal units. Oh, sehr gut. Oh, jetzt hier steinerne Mauern jetzt.
Ein Schmied. Brauchen wir wieder Holz. Dauert noch wieder ein bisschen. Alles sieht schon ganz gut aus hier. Didi, didi, didi. Daneben! Komm her! Jo! Oh! Oh, 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 oh! So, wieder rüber. Haben wir wieder einen schönen Fight gehabt. Ich weiß nicht, was ich zuerst bauen soll. Belagerungswaffe oder ein Schmied? Ich baue zuerst eine Belagerungswaffe. Ich glaube, das wird gescheiter sein. So, ein Katapult, würde ich sagen. Oh, braucht eh 5 Mann. Remember to upgrade your buildings. This is possible once per city level. Ja. Die Produktionszeit ist mir aber eigentlich egal, muss ich sagen. Die Gesundheit würde ich nochmal erhöhen. Gern. Das wäre okay. Fisch haben wir eigentlich auch immer genug, aber... Oh komm, machen wir. Ich weiß nicht, was mir fehlt noch. Wir haben hier 5 Bogenschützen. Nahkämpfer fehlen mir, ja. Oh, hier eine Rune. Holzproduktion plus 20%. Nice. Wo ist meine Belagerung? Jetzt eigentlich, wo ist mein Katapult? Ist das gerade auf dem Weg? Irgendwie, oder? Wo ist mein Katapult? Das ist eine gute Frage. Ah, ist das hier das Katapult schon? Steht das etwa? Follow me? Nein. Hä?
Feuerbrocken. Ich glaube, ich brauche Männer dafür. Ich mach das mal. Ich glaube, ich brauche ein paar. Bin schon wieder angegriffen. Oh, was? Die sind da durch. What the hell? Oh, da ist mein Katapult. Katapult ist eh schon da. No! Okay. Aber kein Problem. Alles gut, alles gut. Ich war jetzt noch... Das kann ich jetzt selbst auch. Jo. Katapult verlassen. Na warte, ich warte jetzt noch auf ein paar Männer und dann greifen wir es an. Dann ist Schluss mit lustig. Dann geht's los. Ich könnte aber hier nochmal. Ah, Gebäude-Upgrade erforderlich. Das ist auch nice. So. Jetzt geht's los hier. Jetzt. Folgt mir. Angriff. Oh mein Gott. Muss echt aufpassen hier. Warte mal. Nochmal Schildwand. Warum geht es nicht? Habe ich keinen Schildträger? Ich habe keine Schildträger. Ich dachte, die machen mehr Schaden. Die Katapulte. Irgendwie. Okay, Attacke einfach. Hey, Bebo. Servus. Oh, ich sterb. Ich muss weg. Schaden. Das ist ja absolut crazy. Alles fit, Bebo? Wahrscheinlich ist die Ramme da besser.
hätte eher die Ramme nehmen sollen. Aha. Feuerpfeil verursacht mehr Schaden. Super, wir haben keinen Feuerpfeil. Verdammt. Gleich sind wir durch. Yes! Jetzt geht's los hier. Oh, das ist ja noch heftiger jetzt. Was, wenn ich's nicht will? Ah, komm, ich nehm's trotzdem. Ein Runensockel. Oh! Aber wie ging das nochmal? Konnte ich das nochmal aufmachen? Ups. Ey, wie konnte ich das nochmal aufmachen? Hier? Ah, hier. Ah. Mach mir hier auf. Oh, wir haben eh zwei. Dann mach ich hier auch mal einen auf. Yes, wir sind schon wieder vorangekommen. Nice, 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 nice. Ey, chill jetzt, chill, 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 chill. Und Feuermeets, guten Abend, ahoi, ahoi. Position halten. Position halten. So. Oh, wir können hier ein... Das ist kein Vorposten, das ist... Ah! Viele haben wir da? 4 von 5? Boah, was bräuchten wir jetzt da? Oh, come on. Dann direkt angegriffen. Also sind direkt tot. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Ich würde zuerst nach hinten gehen. Warum machst du das Dorf platt? Haben die dir was getan? Die Schoki geklaut oder so? Tatsächlich haben sie uns was geklaut, nämlich unsere Frau haben sie uns geklaut. Das bleibt nicht ungestraft, ne? Das geht nicht. Kampfschmied verursacht großen Schaden an Gebäuden. Ja, das ist gut. Feuerpfeil gesperrt. Hier kann ich die Pfeile, Angriffsgeschwindigkeit, hier kann ich auch meine Trefferpunkte wieder höher machen. Oder? Sind das meine Trefferpunkte?
Dann weg mit denen, ja, das sowieso. Das sind nicht meine Trefferpunkte. Ist das der Schaden? Wahrscheinlich. Ich bin noch ein bisschen... Hier, Gesundheit. Ah ja, hier. Das will ich haben. Brauchen mehr Gesundheit. Ja. Das ist unser Schaden. Das ist auch okay. Nehmen wir alles. Machen wir alles, was wir können jetzt. Hier, das können wir auch machen. Passt. Wir haben genug. Kaserne, unsere Kaserne. Schaltet Schilde für eure Schwertkämpfer frei. Das bräuchten wir, ja. Holz sieht gerade ein bisschen mager aus. Deswegen baue ich hier jetzt auch nochmal. Ich baue hier auch wieder einen Fischer. Und einen Holzfäller. Und ich mache es halt wieder. Hier baue ich mir jetzt wieder ein, eine Kaserne und einen Bogenschießstand, glaube ich. Wobei Belagerungswaffen. Nee, wir machen. Das Ding ist, wir können das ja eh auch nochmal aufrüsten. Von dem her können wir die Belagerungsstätte dann auch nochmal hier zusätzlich, noch eine zusätzlich bauen. Aber jetzt passt es erstmal. Hier brauchen wir noch einen. Kaserne da. Schaut's mit dem. Ja, das ist nice. Da haben wir uns auch noch ein paar Schwertkämpfer gönnen. Noch ein paar Bogenschützen, warum nicht? So, hier fehlt uns auf jeden Fall Holz. Passt. Was ist sein Ziel und wie gefallen? Also mir gefällt es ganz gut. Ich mag sowas allgemein. Es erinnert mich stark an Kingdom Two Crowns. Ist nur so ein bisschen... Es ist doch ein bisschen anders als Kingdom Two Crowns. Ist doch ein bisschen anders, aber... Ja, macht auch Bock. Also mir macht es richtig Spaß. Ich würde sagen, es ist ähnlich. Und vor allem, mir gefällt der Grafikstil hier. Der gefällt mir richtig gut. So, was brauche ich dann nochmal? 2200? 475. Nochmal upgraden. So. Gut, dann starten wir mal wieder hier irgendwas. Schau mal alleine vor. Tschu, tschu! Dein Doppelangriff kann kritischen Schaden verursachen. Schmeckt. Okay, jetzt sieht man gar nichts. Bisschen Met wieder. Das ist ja witzig. Kann ich ganz easy allein machen.
Ha! Hehe. Ja. So, lieber sich jetzt aber essen. Oh, der hält ein bisschen was aus. Was haben wir hier? Beutemenge plus 50%. Yes. Yes. Nehmen wir. Oh! Jetzt wird's kritisch. Oh, das ist gefährlich. Den traue ich mir nicht so. Ja, genau. Ja, genau. Ich lauf mal. Aber alles gut, alles gut. Das ist eigentlich ganz gut geklärt hier alleine. Hacksilber fehlt uns jetzt. So, jetzt baue ich hier wieder Belagerung. Haben wir nicht. Gut, egal. So, folgen. Folgen. Folgen, folgen. Wir brauchen Hacksilber. Eigentlich können die angreifen. Der hier auch. So, der Pyromane wieder. Deine Flammenpfeile werden schneller wieder aufgefüllt. Ich hab keine, verdammt. Wir holen uns gleich welche. Jetzt ruhig, ruhig, ruhig. Follow me! Follow me! Hold position! Hold position! Hold position! Ich gönne mir jetzt einen Feldsanitäter. Okay, hier kann ich Holz kaufen. So, passt wieder. Alles niedergefackelt.
Oh, warum ist das hier kaputt eigentlich? Wer wagt es? Hundi streicheln, ja, das ist ein wichtiges Feature. Das ist das Wichtigste eigentlich fast. Hier wieder ein bisschen. Da sind wir voll. Oh, mehr Schaden. Das ist okay. So, dass die auch mehr Schaden machen, machen wir das auch mal. Ich frage mich, ob das dann für alle gilt oder nur für die, die wo... warte mal, wir schauen hier Schildkämpfer. Jetzt schaue ich mal hier, ob ich auch hier Schildkämpfer... ja, kann ich, okay. Das gilt für alles. Okay, das ist super. Das ist sehr gut. Machen wir hier. Oh, ich glaube, es sterben gerade ein paar. Machen wir hier eine Ramme auch noch. Noch einen Bogenschützen. So. Jetzt sind wir wieder ready. Gut, dann schaue ich mir das mal an. Oh, wer ist er? Valgard! Olafsson, our paths cross once again. So tell me, what brings you to beautiful England? Der hat unsere Frau gekidnappt. Der Drecksack. Hey, RPG, servus. Es ist zu heiß, dann kühlt es. Aber nie unter 80 Grad. Oder wenn es schwül ist, warte lieber noch einen Meter. Mach's wie Schnitzelimperator. Was? Hast du nur eine Pfanne? Dann schäm dich und schick der Frau zum nächsten Leben oder klau dir noch zweite. Eine wirklich hundsgescheite. Denn mit nur einer Pfanne machst kein Schnitzel für den Manne. Aha! Servus, RPG. Okay, die ersten Sätze haben mich erstmal verwirrt. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, bei euch alles tutti frutti bei Fire Meets und dir. Servus. Save your breath. You know why I'm here. You kidnapped my wife and murdered my father. Mhm. I can see you are vindictive. Your anger probably leaves no room for a greeting among men of honor. Er killt unseren Vater und kidnappt uns, unsere Frau. Ihr seid aber nachtragend. Mir geht's super, danke dir, RPG. You are not a man of honor. I ask you again, where is she? I must confess, I don't know. Mm. My job was to deliver her, and I did. I don't care what happened to her after that. Okay, er ist nur der Handlanger. Deliver? Who did you hand her over to? The answer would seal my death. Bear with me that I care about something in my life. Wait! Wait!
Ah, kommt her, hier, hier, hier. Nix da. Hier, friss das. Ist die Ramme auch schon da? Oder kommt die noch? Erstmal ein bisschen was für die Ausdauer. Ein bisschen Met. Ich glaube, die Ramme ist noch nicht da, gell? Ah, dauert noch ein bisschen. Ich habe Männergrippe. Du kennst doch sicher den Begriff, oder? Ja. Schnupfen, Husten, Mimimi. Und dann habe ich auch noch Frauenauer. Ich habe also Doppel-Mimimi. Eine Runde Mitleid, bitte. Oh. Gute Besserung. Feierwitz. Gute Besserung. Oh, das wären ja richtig schöne Häuser hier. Das finde ich cool. Das kam ja prompt. Danke. Das hätte ich es bestellt. Kein Problem. Gerne. So, wir werden angreifen. Wir werden attackieren, würde ich sagen. Angriff. Wir sind ja schon lang genug. Oh mein Gott, ich bin gestorben! Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Ah, shall we meet again, Thorold Olafsson? Ja, okay, eine Runde Opfer. Nicht so tragisch. Ich habe hier ein paar Sachen, die nicht so gut sind. Ja, das ist mir eigentlich egal. Ich mach das hier. Take care of yourself, Thor. Ja. Stürzen wir uns runter, yo! Ich hab geblinzelt, was war? Ja, das geht relativ schnell. Das darf man nicht unterschätzen hier. Das geht wirklich sehr, sehr schnell. Das Sterben. What the fuck? Stimmt, ich habe auch nur ganz, ganz wenig Leben. Deswegen, ich sollte ja in der Nacht kämpfen. Der Feuerpfeil. Boah. Thank you.
Zack. Ich lasse ihn noch weiter fighten hier. Ich hole dabei noch ein paar. In der Nacht wäre es besser, ne? Ja, aber lass mal zurückgehen. Follow me. Follow me. Lass mal zurück. Hold position. Ey, was machen die? Follow me. Hold position. Follow und me. Die rennen vor. Wie verrückt. Ey, komm zurück! Wohin? Hold position. Seid ihr komplett? Hold position. Wissen die nicht, was hold position heißt? Ach so, weil wir da schon durchgegangen sind. Ah. Okay, dann greift's an. Warte, dann dürft ihr auch angreifen. Attack. Also was für ein Durcheinander. Was haben wir hier? Oh. Das ist gut. Oh, weiter geht's nicht. Haben wir dieses Level durchgespielt? Oh, 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 oh. You should have left England while you could. Now your death is certain. Oh, oh, oh. Oh no. Ich hab wenig Leben. Oh mein Gott. Ich mache überhaupt keinen Schaden. What the hell? Oh mein Gott! Oh, der zerlegt uns. Ich kann gar nichts gegen den machen. Mit! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nee. Nee. Mit! Nein! Wohin ziehst du? Sorry, dass ich so geschrien habe, aber... Ich bin so rib, ich bin rib, ne? Ja. Es ist ganz knapp. Oh.
so greedy. Egal, jetzt schaff ihn. Jetzt schaff ihn. You should have left England. Was, wohin zielt der? Der ist doch easy. Warum habe ich so? Warum habe ich so Panik? Autsch. Oh mein Gott, der wirbelt wieder. GG. Where is she? Okay, aber, ja. Er war eigentlich, also, ich meine, jetzt, wo ich weiß, wie der Kampf läuft, ne, geht er eigentlich. Wo ist sie? This woman, she has brought me nothing but trouble. Ja, selber schuld. Where is my axe? My axe. Where is Rhea? Who paid you for the kidnapping? Speak! Er sucht seine Axt. You will kill me anyway, so why should I help you? You are right. You will die. But you can decide for yourself how it should be done. Will you die with your axe in your hand and make your journey to Valhalla? Or shall I bury your parts all over England so that access to Valhalla will be forever denied you? Wait, alright. Agreed. Bishop Elmo told me to track down the woman. To get her to England at whatever price. So I made a plan. A raid on your village. It only happened because of her. Back in England, I gave her to Elmo and received a pile of silver in return. But I had to swear not to tell anyone about her. Aha. Aber warum? Das ist die Frage. Warum Raya? What are his intentions with her? I don't know, but I am sure that she is still alive. The reward was so lavish that she must be valuable to him. Where can I find him? Follow the river. On its shore, you will find a church. I hope you remember what you promised. Send me to Valhalla. So, that's how it ends. Ich wünsche eine gute Reise. GG. Oh. Oh, das ist ja cool. Your Excellency, the Northmen are marching north. North, heading straight for us. Direkt auf euch zu. Indeed, Your Excellency. The scouts reported that their leader is searching for his Viking wife. Is that so? Well, bring me the woman. Now! Forgive me, Your Excellency. There has been an unfortunate incident. The Bloodhound. Aha! Took her away. Was geht denn jetzt ab? What are you saying? Das heißt, sie wurde jetzt vom Kidnapper gekidnappt. It happened last night. We didn't have a chance, Your Excellency. Our men were overrun. Oh, God! Then bring me another one.
This savage will not notice any difference. Huh? Of course, Your Excellency. It's just that the Bloodhound has taken... Bringt mir einfach eine andere Frau. Er wird's nicht merken, ob das seine Frau ist oder nicht. What the hell? Und der Bluthund hat sich alle geschnappt. Es gibt keine Frauen mehr. What a useless bunch you and your men are. Bring that woman back. And do not come back without good news. Die Frauen sind in dem Gebiet ausgestorben. Gibt's nicht mehr. Okay. Of course, Your Excellency. Okay. Alle weg. Ey, gleich mal streicheln hier. You can now build a shaman's hut. Eine Schamanenhütte. Oh, das heißt, es gibt immer wieder neue Sachen, die wir bauen können jetzt. Oh, das ist auch cool. Nice. Und das sind jetzt sogar noch mehr Lager. Okay, ich mache eine ganz kurze Pause. Ich bin gleich wieder da. Und dann geht's jetzt weiter mit der zweiten Map. Ich komme gleich wieder. Und ein bisschen Super Mario in Wikinger-Optik, gell? Naja, es hat nicht viel mit Super Mario zu tun, aber ja, die Optik, ja, Pixel-Art halt, ne? Ich liebe diesen Stil einfach. Ich liebe es. Ich habe das Spiel gesehen und habe mich direkt verliebt in die Optik von dem Game. Das hat auf jeden Fall seinen Charme. Ich bin gleich wieder da. Es geht gleich wieder weiter.